Hallo, vielen meiner Zuschauern hat ja wohl das RIP-Video, was ich letztens auf meinem Zweitkanal zu einem bestimmten Battlefield 2042 Spiel ja hochgeladen habe, ganz besonders gut gefallen. Und da habe ich mir gedacht, ich mache das einfach nochmal genauso, nur viel größer und zeige euch mal diese ganzen anderen belastenden Missgestalten, die man in diesem Game hier so finden kann. Und damit meine ich nicht so nervige Missgestalten wie meine Zuschauer, die dann mir nachjoinen und versuchen mich umzubringen. Und auch nicht so nervige Missgestalten wie diese komischen Idioten vom GES-Clan, die dann immer am Rumsdingern sind. Das ist alles mehr Material für Vollidioten in Battlefield. Nein, es geht jetzt wirklich heute um die Leute, die so richtig hässlich jeden Tag, den ganzen Tag immer wieder am Tryharden sind und die mir auch sehr auf die Nerven gehen. Das wird auf jeden Fall sehr amüsant. Muss ich aber auch ehrlich sagen, als guter Spieler hat man es in diesem Game schon echt schwer. Wenn man da einen so richtig, richtig, richtig wegklatscht, sodass er nicht drauf klarkommt, wie er gerade weggeklatscht wurde, dann hat man sich damit gleich in diesem Game Feind fürs Leben gemacht. Und weil es so wenig Spieler in diesem Spiel gibt, sieht man halt die gleichen Leute immer wieder in den Lobbys. Wie beispielsweise Arnold, den Stingerbob, der dann die ganze Zeit am Rumstingern ist und dann auf die Fresse bekommt. Und der sich dann auch manchmal tatsächlich sogar im Tarnheli versucht und dann da mit Expo-MGs angeeiert kommt. Und das richtig geil findet. Er hat den Highground, er hat den First Shot, er hat alle Vorteile. Aber leider hat Arnold der Stinger Bob halt kein Aim. Ist halt nicht so leicht im Heli, ne? Stingern ist leichter als Heli fliegen. Oder wie wär's? Beispielsweise solche wie der da unten, die dann die ganze Zeit irgendwo am Ende der Map mit dem Hovercraft mit TOW rumgammeln. Das sind doch die richtig effektiven Taktiken. Genauso wie sich vorher dreimal weg-Evon. Ja, hat er gemacht, weil er weiß, dass ich YouTube mache, weil er nicht von mir gekillt werden wollte, der kleine Lappen. Aber selbst um den geht es nicht. Aber es geht zum Beispiel um diese beiden hier für den Anfang. Magertron und Pero Paper. Hacker und Liz zusammenspielen und damit in der Gegend herumeiern. Und wenn was angeflogen kommt, hacken und in den Beutel steigen und wegfahren wollen. Das finden sie richtig geil, damit identifizieren sie sich total. Ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt, sich Pero Paper zu nennen. So ein gottverdammt dämlicher Name. Wieso identifiziert man sich mit Papier? Mit gottverdammtem Papier. Wahrscheinlich ist er halt ein Holzkopf oder so. Auf jeden Fall sind das ziemliche Lappen. Guckt sie euch doch an. Immer schön mir TV-Raketen entgegenschießen. Genau. Und denken, dass er dann sicher ist, weil ich im Jet bin. Ja, ne? Ich bin auf jeden Fall im Jet und ich kann dich ja mit dem Jet nicht hitten. Kommt ja nicht vor, dass irgendwer irgendwen mit dem Jet erschießt. Nee, kommt in dem Game wirklich nicht vor, aber das ist er bei mir an der falschen Adresse. Britt und weg, der kleine Lappen. Ja, wenn er mir so dumm dreist die TV-Rakete entgegenschießt, weiß ich halt, wo ist. Und sein dummer Freund ist da auch immer irgendwo in der Nähe mit seinem Scheißhacker. Und Britt, da ist auch der weg. Nee, hat ihm wirklich nicht gefallen. Und dann eiern sie da wieder mit dem Bolt herum. Jede Runde immer wieder das gleiche Elend. Meine Güte, da, guck mal, eine TV-Rakete. Na, wer ist es wohl? Wer könnte es sein? Wer könnte da in der Gegend herumeiern? Oh, es ist ja wieder Magertron, der unbedingt Liz spielen möchte, weil er das die ganze fucking Zeit macht und er ist nicht mal gut damit. Aber Hauptsache mir auf die Nerven gehen und wenn er dann in 5 Runden mal einen Kill macht, dann freut er sich, der kleine Junge. Dann hat er es geschafft, dann hat es sich für ihn gelohnt, sich dahin zu setzen mit Liz. Dann denkt er ist gut in dem Game. Und immer wieder schön hacken. Hacken und Liz. Ich weiß nicht, wie so ein Schmutz in dem Game immer noch nicht genervt wurde, aber sie machen es halt. Es ist halt so, wie es ist, ne? Zum Glück sind sie alle scheiße. Zum Glück sind sie wirklich alle scheiße. Ja, hast schon wieder verfehlt, ne? Hacker und Liz zusammenspielen, aber trotzdem reinscheißen. Und Stingern und alles. Und von oben kommt die Rakete auch noch wieder an. Es kommt wirklich, ihr seht das, das ist die Realität von dem Game, wenn man da Heli fliegt. Man wird so zugespammt, es kommt eins zum nächsten. Es ist eine fucking Zumutung, aber ich habe ihn trotzdem weggeklatscht, den kleinen Hurensohn. Und da hinten kommen die beiden wieder angeflogen, in Magertrons roten Condor, quasi Condor Airlines für Arme, denn gescheit fliegen kann er mit dem Ding nicht. Und dann eiert er halt da dumm rum und sein Gunner Pero Paper hat halt auch kein Aim und so kriegen sie erwartungsgemäß auf die Fresse. Aber das ist ihnen scheißegal, denn sie werden wieder ankommen und wieder und wieder und wieder, jedes Mal wieder. Jede Lobby, wo sie drin sind, kommen sie an und gehen mir auf den Sack und das sind keine Deutschen, die kennen das hier nicht mit YouTube. Die machen das nicht deswegen, weil sie irgendwelche Aufmerksamkeitskomplexe haben. Die machen das 100% aus ihrer eigenen Überzeugung, mir auf den Sack zu gehen, weil ich besser bin als die und weil sie es mir nicht gönnen. Quasi aus reiner Missgunst, mir den Spielspaß zu ruinieren, kommen sie immer wieder an und müssen mir maximal auf den Sack gehen, weil sie einfach nur auf die Fresse bekommen in einem Fernfight. Weil sie einfach schlecht sind. Weil sie auch nicht normal spielen können. Sie müssen nervig spielen. Und hier ist der nächste Kandidat, Drunken Schnaps. Ein Paradebeispiel. Ich sag euch das jetzt 100% Real Talk ganz ehrlich, ja? Wir arbeiten uns in diesem Video, was den Grad der Missgeburtenartigkeit anbelangt, hoch.
Die beiden eben waren schon echt nervig und schlimm, aber die sind immer noch total erträglich, verglichen mit Drunken Fucking Schnaps. Allein schon dieser Name sagt euch alles, was ihr wissen müsst. Drunken Schnaps, wieso nennt man sich so? Ist er der Alkoholiker vor dem Herrn oder was? Er hat auf jeden Fall ein Alkoholproblem, so wie er spielt. Anders ist das nicht zu erklären. Und top ist er übrigens ein Holländer, also wahrscheinlich ist er auch noch parallel dazu bekifft. Jedenfalls kommt er jede einzelne Lobby immer mit dem Zeug an, womit er meint, mein Zeug kontern zu können. Er versucht es immer wieder, seit Wochen. Jedes Mal, wenn er in der Lobby ist, wenn ich rumfliege, holt er sich was Fliegendes, versucht mir damit auf den Sack zu gehen. Wenn ich irgendwie am Boden bin, nimmt er sich C5 oder Raketenwerfer oder was auch immer, von mir aus auch was aus der Luft, und kommt dann damit an und will mir auf den Sack gehen. Seine einzige Lebensaufgabe von Drunken Fucking Schnaps ist, mir auf den Sack zu gehen. Und da haben wir ihn gerade aus dem russischen Jet rausgekillt, was übrigens laut seinen eigenen Aussagen gar nicht möglich ist. Denn man kann ja Leute in einem russischen Jet nicht umbringen. Ja, so ein Ärgernis aber auch. Haben wir ihm erstmal gleich das Gegenteil bewiesen. Und da kommt Drunken Fucking Schnaps mit dem Tarnheli an, den er übrigens für komplett overpowered hält. Deswegen hat er auch nicht mal auf Rot und kann damit nicht gescheit was machen. Aber hey, Drunken Schnaps wurde mal wieder weggeklatscht. Wie immer. Das ist eine Runde hier auf Neuanfang. Er kommt immer wieder an, er will es immer wieder wissen. Er findet es geil. Normale Leute, wenn die immer wieder in einem Game auf die Fresse bekommen, dann reagieren die irgendwann da drauf. Das heißt, die hören entweder auf, das Spiel zu spielen, quitten vielleicht einfach nur aus der Lobby oder machen zumindest in der Runde dann was anderes und legen es nicht immer wieder darauf an, auf die Fresse zu bekommen. Nicht so Drunken Fucking Schnaps. Drunken Schnaps kommt immer wieder an, denn Drunken Schnaps möchte immer wieder auf die Fresse bekommen. Drunken Schnaps findet das selbst ein bisschen geil, auf die Fresse zu bekommen, glaube ich. Der hat richtig Bock, da kommt er wieder an mit seinem Scout-Helikopter. Und dann jumpt er raus und lässt sich auf den Boden klatschen und dann ist er weg. Und dann schieße ich noch auf seine Leiche, weil ich es lustig finde. Ja, der Drunken Schnaps. Ich weiß zufälligerweise, dass er den Scout-Helikopter wohl als sein totales Lieblingsfahrzeug betrachtet und sich total darüber aufregt, dass ich ja keinen Scout-Helikopter benutze, sondern immer irgendwas anderes als einen Scout-Helikopter. Er sagt auch, ja, ich würde den Scout-Helikopter gar nicht gescheit fliegen können und bla bla bla, was der da auch immer rumlabert. Ich habe 14.000 Kills damit. Aber der Typ ist halt zu dumm, um das zu realisieren. Stattdessen beschwert er sich lieber, dass ich ja zu zweit in einem Fahrzeug sitze und er immer alleine. Ja, ist es meine Schuld, dass er keine Freunde hat? Wisst ihr, der hat sogar Freunde, ja, aber die können nicht im Team zusammenarbeiten. Das machen die einfach nicht, da sind die nicht in der Lage zu. Die Hansen da alle einzeln rum und das machen die dann so, wie sie es halt machen. Und wisst ihr, wenn man da jetzt nicht so ein gottverdammter Drunken Schnaps wäre, dann könnte man ja auch einfach mal nachgeben und dann mit seinen Freunden weiter zusammen am Boden spielen. Aber nee, nicht so der Drunken Schnaps. Der kommt dann immer wieder an, auf Gedeih und Verderb und kriegt immer wieder auf die Fresse und will es immer wieder wissen. Und dann fängt er wild an, in der Gegend herum zu kopen. Emotional Damage! Spürt ihr das? Das Kopium bei ihm, wer nach Ausreden und Rechtfertigung sucht. Er hatte in dem Fight alle Vorteile, die er sich nur wünschen kann. Er hatte den High Ground, er hatte den First Shot. Bevor ich überhaupt zurückschießen konnte, war mein Tarnheli schon zur Hälfte down. Und darüber hinaus war der Tarnheli auch noch schön genervt, während sein Scout gebufft war. Mit erhöhter Accuracy. Und der Tarnheli, der hält ja nichts mehr aus. Schon seit einer ganzen Weile. Und trotzdem kassiert er. Und dann kassiert er auch noch so, dass ich ihn mit einem Headshot rausschieße. Ja, und dann heult er rum. Er heult rum, er heult immer rum. Egal was es ist, er heult rum. Ja, ist halt ein Fahrzeug für zwei Leute, so ein Tarnheli. Trotzdem kommt es eindeutig überwiegend auf den Piloten an. Und beim Attack-Helikopter, was halt wirklich legit ein Fahrzeug für zwei Leute ist, wo es gleichermaßen auf beide ankommt, da heult er auch rum. Ja, dann soll er nicht mit einem scheiß Scout einen Attack-Helikopter challengen oder halt einen Tarnheli challengen. Aber nee. Ist halt ein Drunken Schnaps, ne? Und wenn solche Affen mal einen Kill machen, dann freuen sie sich richtig. Aber natürlich hat er noch in derselben Runde eine richtige Respektschelle bekommen, während er hier mit seinem Scout-Helikopter vor mir im Tarnheli in diesen Tunnel flüchten möchte. Und dann denkt er ernsthaft, ich würde den nicht verfolgen und würde den nicht wegklatschen. Da denkt er ernsthaft, der könnte mich mit sowas outplayen. Das habe ich alles schon gesehen, das habe ich alles schon gemacht, das kann ich alles. Und selbst wenn wir hier noch weiter im Tunnel angegriffen werden, sind wir da nicht völlig mittellos. Ich smoke dann den Tunnel ab und hinten wird der Tarnheli repaired, sodass wir ihn von 1% tatsächlich hier aus der Situation noch retten konnten, uns hier noch lebendig rausgeschafft haben. Und das, obwohl sogar eine Antia in den Tunnel reingefahren ist, die wir dann auch noch rechtzeitig EMPen konnten, bevor sie uns unter Feuer genommen hat. Ja, sowas, das ist Teamwork, aber das kennt ein Drunken Schnaps nicht, denn für Drunken Schnaps ist Battlefield ein Spiel, wo jeder für sich alleine stirbt. Und natürlich habe ich ihn erstmal kräftig zurückgeteabaggt, als ich ihn das nächste Mal am Boden mit dem Fahrzeug erwischt habe. Dieses kleine Opferkind, Alter. Wie kann man so ein wortwörtlich Drunken Schnaps sein? Und wisst ihr, ich habe ihn teilweise schon echt in die Resignation getrieben. Der kleine Affe ist sogar zum Teil jetzt schon mit dem Hacker und mit dem Stinger unterwegs, weil er so desperate ist, irgendwie mich im Heli aufhalten zu können.
Ja, das ist er, der da gerade rumhackt und rumstingert. Da hat er richtig Bock drauf. Ja, zu blöd, dass ich den Hack ausgestallt habe, ohne die Gegenmaßnahmen zu benutzen und jetzt flaren kann und dich erstmal dann wegbombe. Du kleiner Drunken-Schnaps, ha? Und dann kommt er im Heli an, weil er es wieder wissen will. Natürlich kommt er dann wieder angeeiert. Aber wie sollte es auch sonst sein? Er kriegt natürlich wieder auf die Fresse. Und wenn er merkt, dass er auf die Fresse bekommt, dann divet er erstmal runter und versucht wieder da abzuhauen. Was soll das denn? Was glaubst du, dass du mir entkommst, dass es irgendetwas bringt, da runter zu diven? Glaubst du das, Drunken Schnaps? Wenn er mich überhaupt verstehen kann. Ich weiß ja nicht, wie es bei dem Holländer so aussieht, ob er das Video hier versteht. Ich habe ihm auf jeden Fall mitgeteilt, dass er mit seinem Sauverhalten in ein Video kommt. Der kleine Tryhard mit der 4er-KD. Mensch, so ein Affe. Da kommt er wieder an. Wieder Highground. Wieder First Shot. Mensch, Drunken Schnaps, das scheint ja deine richtige Spezialität zu sein. Und dann trotzdem noch einen Headshot kassieren. Ich hoffe, du leidest. Ich hoffe, du weinst. Und das tut er innerlich auf jeden Fall. Ich habe übrigens nicht mal alle Kills gegen ihn reingeschnitten. Nur die besten und etwas Filler-Material, ja? Hier ist wieder ein richtig schöner. Da fliegt er in die Halle rein und denkt, er kann mich outplayen, indem er jetzt mit seinem Scout-Helikopter, der ja schön klein ist, hinten durch die Halle durchfliegt und dann da hinten rauskommt. Ja, ja, da denkt er, ich checke das nicht. Wie gesagt, habe ich alles schon selbst gemacht, kenne ich alles schon, kleiner Schnaps. Ja, da hast du jetzt einen Heatseeker gefressen und dann 127 mm. Da kann er nicht mal rumheulen, dass ich Hilfe hatte. Ein Heatseeker plus 127 mm nach dem Buff reicht völlig aus, um Scout zu killen. Da brauche ich keinen zusätzlichen Damage vom Gunner. Ja, der kleine Drunken Schnaps. Da hat er schon wieder kassiert. So ein Elend aber auch. Und hier eiert er wieder mit seinem Scout-Heli rum. Nur diesmal bin ich wohl im Highground gewesen und er hat nicht gemerkt, dass ich da bin. Mensch, haben wir das Spiel mal umgekehrt gespielt. Gefällt ihm nicht, ne? Jumpt da raus. Habe ich ihn trotzdem noch erwischt. Und leider kann man den Heli während dem Endscreen nicht mehr gescheit kontrollieren. Deswegen sind wir da abgestürzt, aber den Tod kriegt man nicht mehr davon ab. Und damit genug Drunken Schnaps, kommen wir zum nächsten Star der Show. Dem Bongo Mongo da unten. Der Bongo Mongo liebt seine Anti-Air. Der Bongo Mongo hat richtig Bock. Ist zwar sein meistgespieltes Fahrzeug und trotzdem reicht es nicht zur 2er Human KD. Und er hat auch nur 0,76 Kills per Minute. Aber der Bongo Mongo, der hält sich für einen richtig krassen Battlefield-Spieler. Der hat richtig Bock auf dieses Game. Den sieht man auch praktisch jeden Abend. Und der spielt dann immer mit seinen tollen Freunden zusammen, zu denen wir für den Rest des Videos auch noch zu Genüge kommen werden. Erstmal habe ich hier einen schönen Clip, wie wir dann hier mit dem Tarnelli weiterfliegen und dann spawnt da hinten ein Attack-Helikopter. Ja, wer könnte denn da drin sitzen und erstmal versuchen zu Heatseekern? Könnte es der Bongo Mongo sein, der denkt, dass er mich wegheatseekert? Glaubt er, dass der Sohn einen Kill bekommt mit Heatseeker oder was? Der kleine Bongo Mongo. Das glaubt er, glaube ich, tatsächlich. Und hier eiert er am Boden rum mit Angel. Nicht zu vergessen sein Freund, der Powerbase mit Hacker. Ja, die lieben den Hacker. Rao ist wirklich wahrhaftig deren Lieblingscharakter. Die da oben auf dem Turm, das ist wieder das Squad um Hans Hans und Bongo Mongo. Und ja, ihr habt richtig gehört, der Typ nennt sich allen Ernstes freiwillig Hans Hans Nummer 1. Ich weiß nicht, wie deranged man sein muss, um sich Hans Hans zu nennen, aber mit seinen 1600 Stunden Spielzeit in Battlefield 2042 muss er schon einen echten Schaden weghaben und der Name bestätigt es nur. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass seine Lieblingscharaktere Rao und Liz sind, ja, die beiden, die direkt Niveau und Skill schreien, dann weiß man eigentlich alles, was man über Hans Hans wissen muss, oder? Ich meine, immerhin ist er besser als Bongo Mongo, aber da haben sich auf jeden Fall die beiden richtigen gefunden, ne? Der Hans Hans und der Bongo Mongo. Aber hey, immerhin kann sich der Hans Hans damit trösten, dass er weiß, wo sein Platz in diesem Game ist. Am Boden mit dem Hacker, denn zu mehr reicht's nicht. Ja, ja, das sollte dieser Jetpilot da eben auch vielleicht mal realisieren, bevor er unterm Hind rumhavert und dann halt erwartungsgemäß auf die Fresse bekommt. Den sehe ich auch nicht zum ersten Mal. Der hat auch schon öfter kassiert und pickt sich dann immer eine Antia. Hätte man auch mit ins Video aufnehmen können. Aber ich brauche ja mehr Screentime für Hans Hans und Bongo. Denn die lohnen sich ja richtig. Die haben es gar nicht anders verdient. Oh, da hat er auch einen schönen roten Kondor. Ist aber keiner rechtzeitig reingespawnt. Da ist der Bongo traurig. Da geht der Bongo wegfliegen. Und was macht der Bongo, wenn er traurig ist und am Wegfliegen ist? Ich find's auch geil, wie in dem Spiel die Skins wegrendern auf Range. Das ist auch großartig schlecht. Ja, was macht er wohl? Er flärt und fliegt vollen Schub erstmal irgendwo gegen. Einfach auf Kamikaze-Basis. Da hat er Spaß dran. Das findet er geil. Und guckt mal, da oben. Da kommt er auch an. Ja, der Bongo Mongo hat sich mit dem Hans Hans zusammen in einen Attack-Heli gesetzt. Und jetzt denken die, die können mich hier wegswetten. Weil ja der Attack-Heli fett gebufft wurde und der Tarn-Heli, wie ich es ja auch schon ein paar Mal erwähnt habe, genervt wurde.
Und jetzt der Attack-Heli doch tatsächlich, vor allem aus dem Highground, gegen den Tarn-Heli dezent im Vorteil ist. Und wenn man dann auch noch ewig auf Distanz bleibt und Heatseeker schießt und damit auf Zeit spielt, ja, dann kann ja auch so ein No-Hand wie der Bongo mal Hoffnung auf den Kill haben. Und dann habe ich seine Hoffnungen zerstört, indem ich seinem Heatseeker gekonnt ausgewichen bin. Ja, das kennt er nicht, dass man das machen kann. Damit hat er nicht gerechnet, der kleine Noob. Ha! Und da habe ich Hans rausgeschossen und da springt der Bongo ab. Durchgefallen. Better luck next time. Ach ja, next time habt ihr ja auch verkackt. Oh, da haben sich ein Tarnheli gepickt, sind aber beide rausgesprungen, als sie Plätze tauschen wollten, weil sie zu blöd waren, sich zu koordinieren. Und dann steht der Tarnheli da leer und beide stehen unten erstmal daneben. Ja, da wird der Hans weggebombt, bevor er reinrennen kann. Hat ja wieder den Hacker gespielt. Wie man ihn kennt, den Hans. Und wie man ihn kennt, den Bongo. Da hat er sich erstmal weggeevot. Ja, so kann man den Tarnheli auch ans gegnerische Team verlieren. Erstmal kräftig gebase-raped werden. Schon scheiße gelaufen, ne? Und hier sind die beiden wieder im Attack-Heli. Ich weiß nicht, was der da für eine Akrobatik macht und dann auch Flares zünden und Bock. Ja, Bock hat er auf jeden Fall. Aber er kann halt nur eine Ungelenkte treffen. Und dann ist er weg. Ist schon scheiße gelaufen, ne? Ja, ja, ja. Und da unten kommt mir eine TV-Rakete entgegen. Wer könnte das nur sein? Ist das etwa der kleine Hans mit Liz auf Rot? Oh, so ein Noob aber auch, hä? Da habe ich ihn gespottet und wegbelastet. Und da sitzt der Hans im EBLC-RAM mit seinem Freund Powerbase zusammen. Ja, der wollte aussteigen und hacken oder so. Keine Ahnung. Was auch immer die sich dabei gedacht haben. Schnell in Tunnel fahren, ne, Hans. So ein Pech, dass irgendein verdammter Random dich gesoflammt hat und ich dich dann noch mit dem Heatseeker finishen konnte. Ich hoffe, du freust dich, wenn du das siehst. Und hier bin ich im Jet unterwegs, ja, und da hat sich einer oben auf der Brücke verklemmt. Der war es noch nicht, der Hans. Aber jetzt beim nächsten Anflug, da ist der Hans jetzt erstmal meinem Jet zum Opfer gefallen. Mensch, solch skillvolle Kills kriegst du nicht hin, hä? Dafür müsste man ja Aim haben. Der Vollständigkeit halber, um es zu erwähnen, der da unten gehört auch noch mit zu deren Affenverein. Der kommt auch immer wieder angeschissen, so ähnlich wie der Drunken Schnaps. Und dann haben sie noch Hard to Burn im Angebot, den man früher aber mehr gesehen hat als heutzutage. Das ist ein richtiger Jet-Sweater, gegen den habe ich auch schon einige Clips in andere Videos eingebaut. Das ist noch der, der von dem ganzen Verein am meisten kann, meinem Eindruck nach. Der Hans zumindest nicht die ganze Zeit mit dem Hacker am Boden rum. Das mit dem Hans ist schon so ein Meme. Wir sagen teilweise schon zum Hacker, dass es fucking Hans ist, schon aus Prinzip. Denn immer wenn man gehackt wird, ist die Chance hoch, dass es dieser Affe ist. Und wisst ihr, wer es da oben im Heli ist? Das ist der Harry Games Hunter, der ist nämlich auch wieder da, für alle, die ihn noch nicht vergessen haben. Und der hat jetzt ein neues System entdeckt für sich. Ist toll, ne? Der Harry Games Hunter hat sich nämlich jetzt dazu entschieden, dass immer, wenn ich irgendwie ihm gefährlich werde, weil ich im Nahkampf ranpushe, weil ich halt besseres Aim mit den MGs habe als er direkt nicht evot, sondern direkt fucking aus der Lobby quittet. Er hat resigniert, er hat aufgegeben. Harry Games Hunter möchte auf keinen Fall nochmal von mir kassieren. Also spendiert mir Harry Games Hunter jetzt immer schön gratis gegnerische Tarnhelis, indem er rausquittet. Das finde ich sehr sozial vom Harry, das können ruhig mehr Leute so machen. Habe ich tatsächlich auch noch schönes Gameplay bzw. ein paar schöne Clips, wie ich im Heli von Harry Games Hunter sitze, den er mir wieder freiwilligerweise so grandios überlassen hat und dann mit seinem Heli sein Team abfarme. Das ist echt sehr, sehr lustig. Sind auch ein paar TOW-Kills dabei, weil ich ja weiß, dass der Harry die TOW so sehr mag, ne? Ja, da ist der Harry bestimmt stolz, dass ich seinen Heli noch produktiv verwendet habe. Und ja, ihr seht das richtig, der Bongo Mongo ist im Hind so killgeil, weil er weiß, dass ich hier unten im EBLC-RAM low bin, fliegt er mir in den Tunneleingang mit dem Hind hinterher. So fucking dämlich ist er. Er kriegt's aber auch nicht richtig hin, er bleibt dann da hängen. Ist schon echt blöd gelaufen. Ich fürchte auch ehrlich, das ist so ein bisschen wie bei einem Stier, wenn der rot sieht. Wenn die Lords sehen, dann gehen die sofort in den maximalen Tryhard-Modus über. Da haben die richtig Bock drauf, da holen die einen kleinen Rau aus und fangen an zu hacken. Die ganze Zeit, immer wieder. Ich habe noch so viel mehr Clips in dieser Art. Noch von vor Season 1. Ich könnte bestimmt nochmal ein Video in dieser Länge machen. Nur um diese kleine Hans-Hans-Gruppe. Immer wieder und wieder und wieder. Jeden fucking Tag. Es ist so ermüdend. Es ist so nervig. Ich weiß gar nicht, wie ein Hans-Hans demnächst spielen möchte, wenn Rao der Stinger weggenommen wird. Das entzieht ihm doch wirklich sämtliche Lebensberechtigung. Ich kann mir den Typ auch bildlich vorstellen. Wie er in seiner Hartz-IV-Bude sitzt und jeden Morgen aufsteht und sich richtig motiviert an Battlefield 2042 setzt und sich denkt, ja Mann, jetzt erstmal in den Heli hacken und dann draufstingern. Das ist der Hans. Immer spielt er den scheiß Hacker. Man kann ihn wunderbar finden. Hittet man was an, Position enthüllt, ist es der Hans. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.